Das Gleiche. Ich hätte das anders gemacht. Das ist kein Geheimnis. Meinst du, mir geht es besser? Keine Ahnung, sag du es mir. Gut. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. So, wir schlafen bis zum späten Abend. Gucken mal auf die Uhrzeit. 13. Tag, 22 Uhr. Das heißt, wir müssen noch knapp 90 Minuten warten. Also ab 23.30 Uhr, glaube ich, kann man dann... Von mir erfährt keiner was. Orland darauf ansprechen. So lange werden wir halt ein paar Viecher killen. Da vergeht ja auch ein bisschen Zeit. Dann hau halt ab. Jetzt auch egal. Gehen wir mal hier hin und rüsten mal diese. Nein. Zwei Stärkepunkte. Elixier der Stärke, komm runter damit. Dann sollte das doch gehen. Jawohl. Da ist er wieder. Sehr schön. Nächster bitte. Okay, der wäre auch platt. Wir haben keine Heiltränke, nichts. Mann, ey. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Heiltränke Not gehabt, wie hier in diesem Durchgang. Ich kann mich zumindest nicht erinnern. Ich frage mich aber, wieso eigentlich? So, noch eine knappe Stunde. Ja, super. Das fehlte noch. Ich hätte jetzt gerne ein paar Krits, bitte. Krits. Kritische Treffer, bitte. Naja, geht doch. Die Viecher sind nicht ungefährlich. Nichts zu plündern. Man darf sie nicht unterschätzen. Ah, wir haben noch 5. Dachte schon. Okay, 23 Uhr, ein bisschen Zeit noch, dann ist es gleich soweit.
Okay, hier sind keine Monster. Oder doch? Nee. Sieht nicht so aus. Der Weg müsste hier auch quasi gesäubert sein. Ist er auch? Ja, und die Feldräuber oder Feldkäfer sind hier auch weg. Sehr schön. Dann ist hier nichts mehr zu tun. Ich sammle mal eben kurz hier noch die Kräuter ein, die wir beim Vorbeilaufen mit Laris nicht aufgehoben haben. Dann geht's ab zu Orlan. Die sind ganz wichtig, diese verdammten Blaufieder. Ich glaube, hier war auch noch ein bisschen Kram. Bin mir jetzt selber nicht mehr sicher. Tatsächlich. Okay. Dann begeben wir uns mal zu diesem Treffen in der Taverne. Und hoffen mal, dass alles gut geht. Gut, gut. Das ist kein Geheimnis. Hier können wir weglegen, die Fackel. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Und glaub ja nicht, dass das alles ist. Ich habe hier ein Treffen mit einer gewissen Person vereinbart. Weißt du nichts darüber? Ach ja, so ein Kerl hat mir etwas darüber erzählt. Seltsamer Typ, kann ich dir sagen. Er scheint im oberen Stockwerk zu sein. Schau mal im hintersten Zimmer. Danke. Du hast das nicht gewusst. Okay. Das ist dann gucken wir mal. Meinst du, mir geht es besser? Ich werde mich da nicht einmischen. Von selbst ist er da nicht drauf gekommen. Ich könnte dir Sachen erzählen. Da ist er ja. Dieser Unbekannter. Er muss hey. Das ja besser wissen. Hey Mann, suchst du nach mir wegen einem Treffen? Das will doch keiner mehr hören. Ja, deswegen bin ich hier. Gut. Aber was willst du eigentlich von mir? Das war keine große Sache. Hier, nimm diesen Geldbeutel. Und diesen Brief. Das ist alles, was du brauchst. Eben. Gut. Gib her. Lass mich mal sehen. Das ist doch alles nur Gerede. Gut. Alles klar. Ich glaube, mit dieser Angelegenheit werde ich nicht viel Mühe haben. Ich hab was anderes gehört. Du kannst ganz beruhigt sein, dein Problem wird schnell gelöst werden. Das sind gute Nachrichten. Aber jetzt sollten wir uns voneinander verabschieden. Ich habe noch eine Menge Dinge zu erledigen, die keinen Aufschub dulden. Und mit dir, so habe ich es verstanden, habe ich nichts mehr zu besprechen. Gut, wie du meinst. Wir sehen uns. Das wundert mich. Okay. Hallo Superfox und Juros. Das ist kein Geheimnis. Ja, Xatos, das kann schon sein, dass es irgendwie damit zusammenhängt, aber normalerweise ist die Klaue gar nicht benutzbar, solange diese nicht verbessert wurde. Selbst ist er da nicht drauf gekommen. Das heißt, solange du die Klaue nicht irgendwie am Schrein verbesserst, kann man sie gar nicht benutzen. Deshalb würde ich sie auch ablegen und gar nicht mit mir rumtragen. Ich glaub ja nicht, dass das alles ist. Kann natürlich sein, dass dann Belia auf dich sauer wird, wenn du die Klaue mit dir rumträgst und dann, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also ich kenne diese Blitze, kenne ich nicht, was du da beschreibst, weil immer wenn ich die Klaue habe, versuche ich sie natürlich auch zu verbessern. Wenn ich mich zurückverwandle, dann habe ich auch die Waffe an, die ich vorher ausgerüstet hatte.
Und glaub ja, also nicht, zumindest dass das ist alles immer ist. So bei mir gewesen. Oder bei anderen. Ich höre das jetzt das erste Mal, dass da Blitze kommen von der Glaube. Das kann doch weiß ich nicht. Sein. Aber es wäre eine mögliche Idee, was du da sagst, ja. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Ja, Conjurus, das läuft schon. Die Abstimmung ist schon gelaufen. Habe ich das noch Erzähl nicht weg mir nicht, rausgemacht? Sowas. Ich hab also die Abstimmung müsste doch schon rausgenommen das worden sein. Geheimnis. Ich guck mal kurz. Ich Moment. Erzähl dir doch nichts Neues. Wir haben schon neu angefangen. Und zwar machen wir einen. Naja, das Ergebnis steht ja da. Bei der Kanalbeschreibung. Wir machen einen Feuermagier. Wir nutzen den D3DL-Renderer für Gothic 2. Wir spielen die Modifikation Returning 1.12.9 Rebalance. And that's all. Das will doch keiner mehr hören. So, wir wollten ja zu Lutero und zu Gerbrand. Meinst du, mir geht es besser? Ja, Xatos, ich glaubte das. Warum sollst du mir da Unbock erzählen? Ich glaubte das, dass es so passiert. Ich kenn's halt nur nicht. Weil normalerweise, solange die Klaue Belias quasi eine rohe Klinge ist, dann kann man die gar nicht benutzen. Dann ist es einfach nur so ein wertloses Item, was man gar nicht anlegen kann. Ich meine, bis ich so weit bin, bis ich die Klaue bekomme, dann habe ich doch schon längst bessere Waffen. Also dann musst du absolut unterlevelt sein oder unterskillt, dass die Klaue Belias quasi im Rohzustand noch besser ist als deine beste Waffe. Überleg doch mal. Dann musst du einen sehr, sehr niedrigen Level haben. Oder Attribute, weiß nicht, keine Ahnung. Aber wenn ich Raven besiege, dann bin ich schon so stark, dass ich ohne Probleme Waffen habe, die stärker sind als die Klaue im Rohzustand. Also absolut unverbessert. Und das wird bei dir wahrscheinlich der Fall sein, dass die Klaue in ihrem Rohzustand besser ist als deine anderen Waffen. Dass du deshalb dann bei Belia einen Blitz bekommst. Anders kann ich mir das sonst nicht erklären. Ja, ich spiele einen Feuermagier. Ist das verkehrt, oder? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Aber das Licht war eine Qual für Belia. Wir machen eine Lehre bei Konstantino. Alles, wir spielen einen Feuermagier. Ist doch alles richtig. Wurde von Belia zerstört. Adanos aber dann würde ich dir empfehlen, Xatos, leg so doch die Waffe... sein konnte. Du kannst sie zum Beispiel... Guck mal kein hier, das mache ich mit den Fellen. Und keine Dunkelheit. Geh mal eben kurz weg, weil... Batras immer so viel quatscht. Du verlierst die Sachen nicht. Und so stellte er hier ist zum Beispiel auch ein Platz. Hier ist ja gar nichts, ne? Aber ich lege hier zum Beispiel gerne Steintafeln ab, die ich nicht brauche. Und die bleiben immer hier liegen. Die verschwinden nicht. Das ist besser wie jede Truhe. Und wenn du die Klaue hast und sie nicht brauchst, dann leg doch die Klaue einfach hier ab. Zum Beispiel Steintafel des Bogenschützen brauchen wir nicht. Bogenschützen. Wir brauchen nur Magie und das brauchen wir auch nicht. Lebensenergie ist gut. Magie ist auch gut. Und Einhand. Alles andere kannst du hier in dieser Nische oder woanders einfach ablegen. Das speichert die Welt mit. Und zuletzt. Wenn ich zum Beispiel bei Bosspa in die Lehre gehe und ganz viele Fälle habe, dann lege ich die immer hier ab. Das wird dann bei jedem Speicherstand mitgespeichert. Kann ich nur empfehlen. So, jetzt muss ich aber ein bisschen was gucken. Wir wollten nochmal bei